halt überall auf die ganzen Felder was Neues draufgeklebt. Hab mir mal Gedanken gemacht, was vielleicht witzig wäre für einen lustigen Abend. Ja, und dann habe ich das mitgenommen. Und dann dachten die auch, Mensch Marit, das ist ja total cool. Kannst du das vielleicht mit meinem alten Monopoly-Spiel auch nochmal machen? Ja, und dann habe ich mir so überlegt, ja, eigentlich könnte ich das machen. Aber da ja Monopoly Schutzrechte hat, habe ich dann überlegt, dass ich mir was ganz Eigenes mache. Und dann habe ich auch, glaube ich, vor einem halben Jahr war das, angefangen, am PC was selber zu gestalten. Habe dann viel experimentiert, habe auch vorher schon Prototypen hergestellt und mit meinen Freunden getestet. Und dann habe ich auch nach einem passenden Namen gesucht und das habe ich über Facebook gemacht. Da ist dann ja auch dieses kleine Gewinnspiel heraus entstanden. Ja, und dann irgendwann, jetzt im Oktober, habe ich das in Druck gegeben. Und jetzt am 1.11. ist das direkt bei mir, bei eBay oder unter klaps-mühle@web.de zu erhalten. Okay, also als erstes wird das hier rauf kaschiert, damit das Brettspiel später ein bisschen stabiler ist. Dann muss ich die Folie hinten erstmal abziehen. Das hier ist eine doppelseitige Klebefolie hinter. Dann wird das hier abgezogen. Hier ist die Klebeseite. Und dann hier direkt drauf geklebt. Schon ist der Umstand fertig. Die ganzen Karten, die wurden jetzt auch auf blaue Pappe geklebt und die werden jetzt alle in Einzelteile zerschnitten über diese Maschine fertige Karte. So, jetzt machen wir eine Schutzfolie auf das Spielfeld, damit es später auch absichtbar ist. Also das Spielfeld wird jetzt einmal gefaltet und kommt dann da rein. Dazu gibt es dann auch eine passende Spielanleitung. Die 43 Spielkarten. Und auch gleich drei Werbeflyer. Das Ganze kommt dann hier in den Karton rein. Und ist fertig für den Verkauf.